Gesundheitliche Probleme am Steuer haben einen älteren Autofahrer in Rostock derart beeinträchtigt, dass er die Kontrolle über seinen Wagen verlor, drei Autos rammte, sich überschlug und am Ende selbst ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der schwere Verkehrsunfall hatte sich Mittwochmorgen in der Südstadt ereignet. Der 82-jährige Senior war in der Brahestraße unterwegs und fuhr in Richtung der Max-Planck-Straße. Offenbar, weil ihm während der Fahrt schwindelig wurde, verriss der Mann das Steuer nach links und fuhr geradewegs in eine Reihe parkender Autos. Zuerst touchierte der Rentner mit seinem Hyundai einen VW, dann einen dahinterstehenden Audi. An diesem Wagen verkeilte er sich mit seinem linken Vorderrad derart, dass sich der Hyundai überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Audi wurde noch auf einen weiteren Wagen gedrückt. Augenzeugen wählten den Notruf. Rettungswagen, Notarzt und die Berufsfeuerwehr eilten daraufhin zur Unfallstelle. Der 82-Jährige wurde, nachdem er aus seinem auf dem Dach liegenden Wagen befreit war, von Sanitätern behandelt. Er kam in den Schockraum der Uniklinik. Der Senior erlitt durch den Unfall laut Polizei leichte Verletzungen in Form von Schnittwunden. Während der Bergung des überschlagenen Wagens blieb die Brahestraße gesperrt. Der Gesamtschaden an allen vier Fahrzeugen dürfte nach ersten Schätzungen in die Zehntausende Euro gehen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Kommt der hergegangen oder begleitet ihr? Warte, Hille.